Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Alan Wake mit mir Level 4. Ja, im letzten Part haben wir echt ein bisschen kennengelernt. Wir sind auf einmal in der Irrenanstalt und irgendwas geht ja relativ schlechten Dingen zu. Auf einmal werden wir dann wieder von der Finsternis angegriffen, wo wir eigentlich doch gedacht haben, dass wir doch irre sind. Und das ist doch irgendwie gerade nicht alles so richtig passend. Naja, was ist denn los hier? Ich will gar nicht lange schnacken, lass uns aber mal weitermachen. Genau, das ist Team Cloud. So, das musste gerade noch mit rein, weil das Spiel geht ja gleich sofort los mit, wir werden von Schatten angegriffen. Genau. Nämlich hier werden wir angegriffen von der Dunkelheit, wie man sieht. Deswegen müssen wir jetzt hier so ein bisschen... Hier darf ich auch nicht rein. Okay. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Alles klar. Okay. Wir haben keine Taschenlampe, deswegen sollte vielleicht da jetzt gerade nicht hingehen. Okay. Oh, danke, dass du das zugemacht hast. Das ist nicht so schön. Okay, wir brauchen Licht, um das Ding aus dem Weg zu schieben. Ich weiß auch schon, wo man hingehen sollte. Nämlich am besten da oben hoch, denn da, genau, da hat man nämlich noch ein lustiges kleines Motörchen zu bedienen. Und nochmal da und fokussieren. Und er verschüttet alles. Wunderbar. Aber ich gehe noch nicht durch, solange da noch irgendwelche Viecher sind, die mir schaden können. Sind hier noch ein paar? Ist wieder aus? Okay, nochmal anmachen. Ich könnte jetzt gleich schon durchlaufen, aber trotzdem, das ist mir noch ein bisschen zu unsicher. Ich möchte nicht getroffen werden. So. Noch ein paar Sachen kaputt, das ist ganz nett. Ja, längst nicht alles ist weg. Ja, 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 ja. Das da und. Der, die paar Sachen, die gerade noch ankommen. Jetzt wieder aus. Okay, die paar Sachen, die probiere ich dann trotzdem nochmal, um so durchzulaufen. Jetzt möchte ich gerne mal gucken, was denn hier ist, noch so Feines gibt. Okay, hier gibt es nichts mehr zu holen. Leider habe ich noch keine Taschenlampe, das ist ein bisschen das Dumme an der ganzen Sache. Naja. Oh. Ja, Holzscheit. Ich werde jetzt von Holzscheit angegriffen. Alles klar. So, jetzt ganz schnell durch. Und. Ah, wo bin ich? Okay, hier bin ich, alles klar. Okay. Irgendwie mag mich die dunkle Licht. Ah, sehr gut. Leuchtfackeln. Die könnten mir sehr gut helfen. Okay. Sind da eigentlich jetzt die Andersons? Greifen die mich jetzt gleich an oder nicht? Ja, auf jeden Fall, das brauche ich jetzt. Ist mal weg. So, das wäre weg. Das ist gut. Die da oben sind. Na gut, die sind nicht weg. Schade. Sonst gibt es nichts mehr zu lesen, ne? Gut, dann gehen wir mal ein ganzes Mal weiter. Hab ich überhaupt noch. Gibt es gleich ein nettes Fernsehen wieder? Okay. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Trailer zu einem japanischen Film oder was? Mustang Drift. Okay. Wahrscheinlich ein bisschen Schleichwerbung. Was kommt da noch alles? Ericsson-Werbung, Verizon. One access to thousands of applications. Verizon Wireless has you covered. Check out the latest games. Discover new music and old favorites. In-Game-Werbung. Social networking, sports scores, oh Mann, news. It's all at your fingertips. No matter what you're into, Verizon Wireless can satisfy your never-ending appetite for apps. Check out Recast apps and load up your phone. Kriegt er, ich sag, dafür noch ein bisschen Belohnung? Jetzt einfach nur aus. Geil, hab dafür nichts bekommen. Aber wir haben eine neue Manuskriptseite, immerhin. So, Hartmans Ausstieg und Auftrag. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here. Damaged in ways that were hard to describe. Or worse.
It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Ja. Das ist ja das, was wir vermuten, ne? Dass der halt selber nichts mehr reißen kann, dass der halt seine Power nutzt, um halt die Leute auszunutzen, die bei ihm in Behandlung sind. Okay, hier haben wir nichts. Tür, da kommen wir nicht rein. Oh, ist zugegangen. Okay. Okay, kommen wir nicht durch. Hier durch vielleicht? Ah, okay. Kommen wir auch nicht durch. Vielleicht soll ich auch mal ein bisschen Platz lassen. Na? Ah, nee. Jetzt greift das Ding mir erst an, wenn ich in die Nähe komme. Alles klar. Vielen Dank. Lass mich auch mal durch. Bitte mir nicht schaden. Hörst du aber auch nicht zu, ne? Okay, und ausweichen. Autsch. Okay, auf jeden Fall ist die Tür auf. Das ist schon mal gut. Barry ist da. Okay. Was gibt es denn hier noch Feines? Hier ist doch schon noch eine Tür, die leider zu ist. Das dürfte der Haupteingang sein, wenn mich nicht alles irrt. Ja. Genau, ich gucke mich lieber, wie gesagt, nochmal kurz schon um. Dass ich hier auf einmal noch eine Manuskriptseite verpasse, das wäre, wie gesagt, wieder sehr, 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 sehr schade. Also wie es aussieht, sehe ich hier erstmal nichts. Okay, gehen wir noch zu unserem guten Freund Barry. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Ah, danke schön. Oh God! Look at the house, Al! Look out! Okay, ah, das war knapp. Das war schon mal weg, das ist gut. Ich wollte gerade weglaufen. Okay. Doch nochmal eine Batterie. Das war's. Hier hängt noch eins. Und das glaube ich auch noch an. Sehr nett. So läuft der nicht. Autsch. Könnt ihr was lesen? Erstmal was lesen. Der Gefahr. Okay, wenn ich verhindert angegriffen werde, vielleicht auch nicht unbedingt. Au. Alter, das ist langsam mal gut hier. Die Eins ist schon mal weg. Erstmal ein bisschen Deckung gehen. Ich dachte, ich werde hier nicht getroffen. Na gut, okay. Scheiße. Dann das Ganze halt nochmal. Wir sind ja schließlich nicht aus Pappe. Barry, I don't have a light. Take this, Al. So, gib mir. Fein. Okay. Sofort bedienen. Okay, der ist schon mal weg. Das ist sehr, sehr gut. Bisschen wieder aufladen lassen. Okay, vielleicht auch nicht. Ja, weg, 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 weg. Bisschen in Sicherheit gehen. Und ich bin nicht in Sicherheit. Okay. Du bist schon angeleuchtet, mein Freund. Der wäre weg. Der noch. Der wäre auch weg. Einer fehlt noch. Eine Säule fehlt noch. Wo ist die denn da hinten, ne? Genau. Wow. Ganz ruhig, mein Freund. Okay, das wär's dann. Ja, erst mal lesen. So. Suspendiert Lauren Miller 1989. Okay. Weil es gibt auch ein Achievement, wenn man alle Sehenswürdigkeiten anliest. Das habe ich bisher noch nicht getan. Deswegen bin ich ein bisschen heiß drauf, alles mal durchzulesen. Okay. Und ich hätte auch nicht alle Thermosflaschen gehabt, aber das ist auch wirklich schwer, alle zu finden, denke ich mal. So, weg damit jetzt. Fein. Keine Hütte, da sind... Ja, das Haus sieht wirklich nicht so gut aus. Da stimme ich dir einmal zu, lieber Barry.
Das war's aber an sich schon. Gibt's hier nichts Sonderliches sonst noch? Nee, schade. Okay. Trotzdem, wie gesagt, ich würde gerne wissen, was ihr von der Handlung gerade haltet, was denn hier gerade abgeht. Weil ich habe bisher leider immer noch keine Nachrichten von euch bekommen. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Und hier kann man natürlich ganz schnell ein paar Sachen verpassen, ne? Oh, hallo! Okay. Alles klar. Na, hier haben wir was. Was? Don't trust Emil. Das ist Hartmann, ne? Das ist der Betreuer. Wenn mich nicht alles irrt. Okay, der Baum dreht gerade voll ab. Aber hier ist nochmal die Skriptseite. Was soll ich machen? So. Wake sieht die Bühne der Old Gods. Ey, das ist so cool. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage, complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Ja, wieder schon mal ein kleiner Vorgeschmack, was denn hier noch passieren wird. Wir werden auf die Bühne der Old Gods gehen. Und das ist so geil, liebe Leute. So, ich möchte gerade dann trotzdem nochmal in die andere Richtung gehen. Wir haben zwar nicht so viele Munition und so ein Kram, aber trotzdem. Okay, hier war einfach nur eine Sackgasse, okay. Hätte ich mir das sparen können. Egal. So, eben bin ich rechts gegangen. Gleich gehe ich mal links. Gucken, was denn da so Feines ist. Nichts. Okay, ja, besser das als dann irgendwas zu verpassen. Und angegriffen wurden wir auch nicht. Also haben wir als quasi eine Win-Win-Situation geschaffen. Ah, da liegt noch Sachen. Okay, 31 Schuss sehen schon besser aus. Und 10 Batterien. Ich höre die auch vor allem. Ah, da ist einer. Okay, dann lagen die Dienste ist wahrscheinlich da lang zu gehen, deswegen erstmal hier entlang. Und hier ist auch nichts, gut zu wissen. So, und wenn ihr dieses Maze euch jetzt auch nicht an Shining erinnert, dann weiß ich es auch nicht. Weil da gibt es ja diese berühmte Szene, wo Jack Nicholson seinen Sohn in Maze jagt. Also in ein Labyrinth jagt. Echt ikonisch, also sollte man eigentlich kennen. Ja, voilà. Oh, okay. Das war genau auf den letzten Schuss meines Revolvers gezimmert. Also, ne, Shining sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Sowieso alle Sachen. Na, das muss kurz warten. Alle Sachen von Stanley Kubrick. Bin ein großer Fan von dem Typen. So, Hartmann unter Stromausfall. Hartmann hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been riding, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartmann had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartmann double-checked everything, just to be sure. Ja, der Hartmann. Könnte er ein Bösewicht dieser Story sein? Wer weiß das schon so genau. Vielleicht bildet sich. Ja, vielleicht bilde ich mir immer noch Sachen ein. So als Alan Wake. Okay. Das klang mir gerade wie der Affe von. Der hinten ist Barry. Ich kann mir gerade wie der Affe von dem, vom Hartmann, der quasi der Betreuer, der Betreuer
der schön mit anpackt und Leute rausschmeißt und unflätig behandelt, wenn sie mal nicht so machen, wie so, wie, ja, wie der Typ will. Okay, da hinten ist irgendwas. Auf jeden Fall geht es hier noch, wahrscheinlich noch ein bisschen ab. Okay, klingt nicht gut. Das ist er, den ich meinte. Mit Raben. Geil. Wenn die Rabe ich angreifen, werde ich das benutzen, genau. Autsch, ich wollte... Kann ich hier runterschubsen, das wäre sehr lustig. Alter, der ist aber ordentlich vergiftet hier von dem Kack. Okay. Ist mir egal. Oh, der hält aber ganz schön viel aus, der Kollege. Wo? Da. Wieder weg. Aber die Vögel haben mich gekillt. Krass. Nicht gedacht, dass die so viel Schaden machen. Heilige Scheiße. Guck mal, da sehe ich jetzt gerade die Vögel der ganze Zeit da oben. Da hätte ich schon vorher drauf reagieren können. Vielleicht kann ich den Typen von hier schon anstrahlen. Nee, der ist noch gar nicht da. Okay. Vielleicht kann ich ihn ja von hier aus schon so ein bisschen anleuchten. Ja. Soll ich erstmal wirklich von hier aus die Raben wegkillen? Damit die mir nicht auf den Sack gehen. Folgt der Typ mir überhaupt? Anscheinend nicht. Okay, die will ich erstmal wirklich wegmachen. Ah, der kommt. Okay, er ist doch da. Okay, jetzt mache ich trotzdem gerade nochmal. Ein bisschen Zeit zu verschaffen. Okay, jetzt kommen natürlich die scheiß Raben wieder. Das müsste nochmal weg sein. Au! Affe. Okay, tut sich doch gerade mal wieder. Um ein bisschen Platz zu verschaffen. Und vor allem mich ein bisschen zu heilen. Nächstes Mal bin ich nämlich, glaube ich, schon tot. Okay, jetzt kommen sie wieder. Au. Die Kackgraben, ey. Okay, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. Das ist richtig, richtig gut. Ah! Komm nicht so nah. Alles klar, ich bin dran. Lad nach. Okay, und. Bam, bam. Lad nach. Das war ein Headshot. Okay, das war anstrengend. Mit den Raben, den Typen zugleich, der ein bisschen was ausgehalten hat. Aber geschafft ist geschafft, ist geschafft, ist geschafft. So, Thermoskännchen. Die Leuchtpistole, die hätte ich vielleicht schon früher aufsammeln sollen und benutzen sollen. Aber okay, jetzt habe ich zumindest einen Schuss frei, wenn es ein bisschen brenzlig werden sollte. So, bevor ich da runtergehe, gucke ich mich erstmal hier noch ein bisschen um. Oh, was ist denn da hinten für eine Hütte? Achso, nee, ist einfach nur was Weißes. Da, wo ich gerade hinleuchte. Okay, aber hier ist auch nichts mehr. Okay. Die Leuchtpistolenmunition, die ist gut. Die werde ich auf jeden Fall noch gebrauchen können. Wahrscheinlich, denke ich mal. Weil so sehr bin ich mir auch nicht sicher, was hier noch in dieser Irrenanstalt passieren wird. Da sind überall noch Raben, ey. Scheiße. Raben sind nicht nett. Du hast mal Kontrollpunkt erreicht. Das ist schon mal das zweitwichtigste. Oh, die Schrotflinte. Oh, yes. Und Manuskriptseite. Fantastisch. Mott hat das Sagen. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel.
But instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Ja, der Mott. Kennt ihr noch die Serie Mott? Fällt mir gerade ein. Ist eine ganz coole Zeichentrickserie mit einem Jungen, mit einem Monster in seinem Kleiderschrank, das aber freundlich ist, und mit dem reist es durch die Zeit und Raum. Ist eine sehr, sehr coole Serie damals gewesen, habe ich geliebt. Lief, glaube ich, damals auf Nickelodeon. Oh, der Raum. Oh, das war, glaube ich, hier nicht so leicht. Oder war das da oben? Ich glaube, das war da oben. Auf jeden Fall geht es ja gleich ordentlich ab. Wow, du kommst aus dem Nichts. Gut, den habe ich schon mal markiert. Sehen irgendwie, versuchen gleich. Wunderbar. Autsch, hinter mir ist auch noch einer. Okay, erstmal ein bisschen weglaufen. Das war sehr, sehr knapp gerade. Okay. Ist noch einer? Nee, oder? Lad nach. Alles klar. Nee, das war gerade nur ein Blatt, was sich im Wind bewegt hat, was gerade für einen Typen aussah. Okay. Ich höre die Raben wieder. Die Raben sind über uns. Hier eigentlich von Raben angegriffen. Aber wie gut, dass wir noch Leuchtfackel. Ah, okay. Aber immerhin. Damit können wir zumindest die Raben für einen kurzen Moment von uns weghalten. Okay. Ich kann die ganzen Räume wegpacken, ohne dass ich was drauf leuchten muss. Was ein bisschen Batterien spart. Das ist auch eine Manuskriptseite. Okay, aber erst mal ein bisschen umgucken. Da war die Seite, okay. Und Barry wird von einem Besessen angegriffen. Klingt nicht so gut, nicht wahr? Oh, ich bin gerade nicht mittig in der Kamera. Was ist denn los hier? So, jetzt soll es, glaube ich, besser sein. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Geht nicht so gut, ne? Der arme Barry ist in Gefahr. Steht da? Emil made Tom do it. Okay. Also Dr. Hartman hat den guten Thomas Zane, von dem wir öfter mal was gehört haben, irgendwas zu etwas gezwungen. Jetzt ist die Frage, was denn gemeint ist. Wie geht's denn hier noch hin? Okay, seht ihr da vorne irgendwas blinken? Ich sehe nichts. Aber trotzdem, ich gehe trotzdem gerade nochmal hier entlang. Naja, da hinten ist doch etwas. Ich von hier aus. Ja, geil, ey. Geh beeilig. Okay, waren das alle? I hope so. Okay, laufen wir mal gucken, was wir jetzt Feines bekommen. Ich wünsche mir genau das. Geil. 3 Schüsse mit der Leuchtpistole. Das geht gleich richtig ab. Wenn ich denn einer bösen Gegner begegnen sollte mit einer großen Masse. Was ist denn hier? Oh, ein kleiner Teich. Ich würde es eher ein Teich nennen als irgendwas anderes. War hier noch irgendwas? Achso, das war der Bezeichnung, dass wir hinten hingehen sollen. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal hier ein feines Stückchen hoch. Gab es denn noch was? Nee, ne? Okay. Ich dachte, wäre gerade meine Skriptseite auf dem Boden gewesen. Das sah gerade leider nur so aus. Also ich glaube, jetzt kommt's gleich, oder? Ja, das ist eine miese, miese Stelle. Das muss ich leider jetzt schon sagen. Sieht es auch schon ein bisschen daran, dass wir unheimlich viele Sachen gerade bekommen. Aber wir haben sind gut ausgerüstet. Von daher bin ich da doch ein bisschen zuversichtlich, dass wir ordentlich abräumen könnten. Okay.
Hartman stellt Wake ruhig. Wir haben übrigens schon ganz schön viele Sachen aufgesammelt, aber da kommt noch einiges. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood and barely tasted it. Tja. Die Frage ist wirklich, ist das wahr, was auf den Seiten steht, oder ist das wieder ein Produkt unserer Fantasie? Das ist halt echt die große Frage. Was ist wahr, was ist echt, was ist Einbildung? So, jetzt geht's gleich ab. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! I'll find it! Don't worry about it! So. Und der hat leider auch Freunde dabei. Der links kommt und rechts vielleicht auch noch einer? Ja. Das ist so eine unfaire Stelle. Okay, jetzt ganz, ganz schnell. Der Typ muss weg. Autsch, 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 autsch. Okay, jetzt mit dem nächsten. Ballern! Scheiße. Ich habe da keinen Typen getroffen. Warte nach, Mann. Du bist auf jeden Fall auch wichtig dran, dass du weg bist. Den Rest kriege ich vielleicht mit meiner Taschenlampe weg. Wo ist der Typ? Da hinten ist er. Found a quarter. Das ist jetzt nicht wichtig, Barry. Du musst mir helfen. Okay, da kommen noch zwei. Ach! Barry! Die beiden Typen, von denen habe ich ein bisschen Angst. Dann mach auf! War grad bewusst, dass ich den Typen noch nicht rausgeholt habe. Okay, jetzt bist du dran, mein Freund. Alles klar. Puh, gefährliche Stelle, wie gesagt. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Ach, ist schon offen. Okay. Alles klar. Al, please tell me we're headed for the nearest. You're now leaving Bright Falls. Come back soon, sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. You got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, I... No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true.
But there's a catch. The Dark Presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down, that's a fact. I'm on board, man, I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Yay, was ist denn hier los? I had lost my gun in the crash. Scheiße. Barry was nowhere to be seen. Aber das ist erstmal unwichtig. Leute, wir werden jetzt den Part beenden. Wir müssen Barry finden, das steht schon mal da oben. Aber wir müssen jetzt den Part beenden. Wir haben, glaube ich, gut Fortschritt gemacht. Wir haben halt das Urlaub hinter uns gelassen und das ist schon mal nicht schlecht. Also Leute, sag ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Alan Wake mit Mini-Level 4. Tschüss.